hast jetzt keine Zeit. Du musst Zeit auch für mich. Ich bin dein Bruder. Ach, gut, danke. Aber pressierst du dich, hä? Ja, okay, tschüss. Katastrophe, ich bin verloren. Aha. Hat mein Bruder also endlich gesehen, dass die Hochzeit von ihm und der Anita verfügst ist? Ja, dann doch mein Bruder schon in zwei Wochen. Oder jemand doch nicht? Ach, gut, sei. Anita ist eine wunderbare Frau. Ich liebe sie. So mit ihr antworten. Und dann kann ich dir ein SMS schreiben. Was für ein SMS? Ich zitiere. Hätte man Hack gefressen, bin ich total unsicher wegen der Hochzeit. Kuss, Leo. Und das ist mir geschrieben? Ja. Also nein. Hä? Ja. Komm mal nicht raus. Ich kann es eigentlich dir nicht schicken. Ich habe es auch aus Versehen an Anita geschickt. Du gehst ins Zimmer, nimmst das Handy, dann löschst du das SMS. Ja, danke vielmals, Tommy. Damit hat das Arbeitszimmer aus irgendeinem Grund abgeschlossen. Sag, Leo! Guck mir gut, schön. Ich hab gedacht, ich komme übers Wochenende schnell vorbei, um Einzelheiten wegen der Hochzeit zu klären. Wo ja wohl bemerkt, mein Mann und ich finanziert. Danita ist schon bei der Schneiderin. Ein wunderschönes Kleid, gell? Und weil es noch so viel zum Vorbereiten gibt, habe ich gedacht, ich übernachte doch da. Grüezi. Guten Tag. Martin Graf. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin Amadeus. Regieassistent. Regieassistent? Luna! Ich kann doch einem alten Fabrikanten-Ehepaar schlecht sagen. Mein Bruder ist ein arbeitsloser Kognitiver. Ja, Luna, der Herr Haberbrin. Guten Tag, Herr Meier. Könnten Sie sich kurz fassen? Ich habe leider keine Zeit. Aber sicher. Kenne ich von Ihnen echt ein bisschen mehr ausleben? Mir ist aber gerade ausgegangen. Ja, wo ist der Name gegangen? Den habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, ist ja klein. Hier, Herr, ich habe ein kleines Problem. Es geht um Folgendes. Heute Morgen ist zufälligerweise meine Schwiegermutter auf Besuch gekommen und wollte unbedingt meinen Bruder kennenlernen. Das geht aber nicht, weil meine Schwiegereltern sind ein Fabrikanten-Ehepaar und mein Bruder ein arbeitsloser Drogendealer. Darum habe ich jetzt so im Seilchen erfunden, dass mein Bruder ein anderer ist. Verstehen Sie? Bahnhof! Sie müssen sich einfach als mein Bruder ausgeben. So, das wäre jetzt mein Bruder. Aha, freut mich sehr. Margrit Graf. Der Leo hat schon viel von Ihnen erzählt, Herr Meier. So, Herr Där. Sie sind also Rechtsanwalt. Bin ich das? Ja. Hast du etwas gesagt, Leo? Nein, ja.
Dame Würzlis. Und der Dreh hat sich nach Blatt, zählt auf dein Land.